Moin, es ist der 29.09. und heute geht's auf die Zugspitze und zwar mit Schwager, Schwägerin und Neffe. Der Parkplatz ist recht frei. Erstmal geht's an den Eibsee, weil die Sicht oben ist nicht so dolle und wir wollen erstmal die Zeit ein bisschen verbringen, indem wir ein bisschen an den See gehen und erst später hochfahren, denn dort oben soll's recht frisch sein und da braucht man ja nicht stundenlang auf schöne Sicht warten. Schließlich wird uns unten am See doch ein bisschen langweilig und wir beschließen, wir gehen schon mal ein bisschen hoch. Hier ist im Übrigen Geocache. Ein bisschen komisch sieht der Gnom ja aus. Für die Vierbeiner ist auch gedacht. Unsere Idee ist jetzt, wir gehen zur Zwischenstation von der Zahnradbahn. Statt unten vom Eibsee aus zu starten, nehmen wir einfach ein Stück der Strecke zu Fuß in Angriff. Ein kleiner Haufen Schnee und die Jungs fallen wieder in Ekstase. Von hier aus ist es nicht mehr sehr weit zur Zwischenstation von der Zahnradbahn. Das Tor zum Tunnel geht auf, das heißt die Zahnradbahn kann nicht weit weg sein. Oh ja, und da ist sie auch schon. 568 Höhenmeter haben wir bisher zu Fuß zurückgelegt, den Rest nehmen wir mit technischer Hilfe in Angriff. Die Bahn ist relativ voll und wir haben beschlossen, wir bleiben lieber stehen. Und beanspruchen keinen Sitzplatz, das wird uns dann doch ein bisschen zu kuschelig in Corona-Zeiten. Auf 2600 Meter Höhe endet die Zahnradbahn, fehlen noch fast 400 Meter. Die werden wir dann nachher mit einer Seilbahn zurücklegen, aber erstmal gucken wir uns mal draußen ein bisschen um. Hier sieht's mit Schnee schon wieder ganz anders aus. Naja, und die Aussicht ist auch ganz gut geworden. So ein paar Wolken finde ich immer eigentlich recht dekorativ, darum muss gleich ein Zeitraffer her. Die letzten Meter geht's mit der Großraumseilbahn und Samson wird erstmal vom Personal bekuschelt. Ja, und da sieht man auch schon das spezielle Gipfelkreuz der Zugspitze. Ich wäre gerne noch hingegangen, damit ich die 2962 Meter dann auch wirklich geschafft hätte. Man sieht, hier sind Seile, aber leider das Tor hier unten ist zu, es ist kein Zugang heute. Pech gehabt. Mit einer kleinen Leiter, ich denke, ich hätte dort wirklich Spaß haben können. Aber c'est la, so ist das Leben, dann eben nicht. Dafür wurden wir alle mit einer herrlichen Aussicht belohnt. Und ganz im Ernst mit den Wolken, ich finde, dadurch wirkt das einfach noch alles viel bombastischer, als wenn total klarer Himmel gewesen wäre. Hier nochmal ein Blick auf die Seilbahn, mit der wir die letzten 362 Meter zurückgelegt hatten. Da hat man hier oben was ganz Großes gebaut. Österreich, genauer Tirol und Deutschland, genauer Bayern, teilen sich ja hier oben diesen Gipfel. Wir sind auf der deutschen Seite hochgefahren und wechseln gleich rüber nach Österreich. Hier schon mal der Blick rüber nach Österreich. Und da ist die Grenze, ohne Schlagbaum, ohne alles, aber eine Tür, die man schließen kann. Na gut. Die tolle Aussicht hier oben ist eine Sache, aber was ich hier oben auch richtig faszinierend fand, waren die Alpendohlen. Was auf dem Gibraltarfelsen die Affen sind, sind hier tatsächlich die Alpendohlen. Wobei auf Gibraltar habe ich es noch hinbekommen, dass ein Affe auf meiner Schulter saß und ein anderer mir in die Hand biss. Beides habe ich hier mit den Dohlen nicht hinbekommen. Tja, kleiner Neffe, da hast du wohl Pech gehabt. Zu kurze Arme, um oben ans Geländer zu den Dohlen zu kommen. Aber ich denke, Papa wird dir nachher helfen. Und Papa wird dir sicherlich auch noch beibringen, dass es keine Raben sind. Und tatsächlich, erstmal probiert Papa selber, ob es gefährlich ist.
und später darf der Junior dann mal ran. Das Problem beim Junior nachher war nur, er hat die Hälfte der Kekse lieber selber gegessen, statt sie den Vögeln zu geben. Auch nicht schlecht, wenn jeder an sich selbst denkt, ist ja an jeden gedacht. Der gesamte metallene Unterbau ist hier vereist. Samson lag nachher ganz entspannt in der Mitte bei der Großraumgondel, mit der wir diesmal komplett bis ins Tal fuhren. Ja, nach diesem tollen Zeitraffer, der auch ein bisschen für die verstreichende Zeit steht, machten wir uns langsam auf den Rückweg. Und da entdeckten wir dann diese Glasplatte. Samson hatte da keine echten Probleme mit. Uta schon eher. Jetzt noch das Ticket bezahlen und dann ging's für uns zurück zum Campingplatz und für Schwager, Schwägerin und Neffe in die Ferienwohnung. Danke fürs Gucken. Bis zum nächsten Video. Tschüss.